Ein kleiner Lichtblick für den Tag. Dienstag, 22. Juli. Der Text für den heutigen Tag steht in Jesaja 2, Vers 20a. An jenem Tage wird jedermann wegwerfen seine silbernen und goldenen Götzen. Eine kleine Schale hat ihrem Besitzer zu unverhofftem Reichtum verholfen. Die weiße Schüssel, für die er vor 6 Jahren auf einem Flohmarkt $3 gezahlt hatte, fand gestern bei einer Versteigerung in New York für 2,23 Millionen Dollar, 1,8 Millionen Euro, einen neuen Abnehmer. Nach Angaben des Auktionshauses Sotheby's stammte die hauchdünne Schale mit einem Durchmesser von 12 Zentimetern aus der Song-Dynastie, die zwischen 960 und 1279 in China herrschte. Die einzige in Form, Größe und Verarbeitung ähnliche Schale steht seit mehr als 60 Jahren im Britischen Museum. Der Besitzer hingegen bewahrte das gute Stück im Esszimmer auf, ohne zu ahnen, um welchen Schatz es sich dabei handelte. Das war von ORF News vom 20.03.2013. Was hat wirklich Wert? Und zwar auf Dauer. Ahnen wir etwas vom Wert eines Menschen? Bei der Geburt eines neuen Erdenbürgers wird uns bewusst, welche Kostbarkeit da aus dem Bauch hervorgekommen ist. Und spätestens bei einem Begräbnis kommt uns der unwiederbringliche Wert eines jeden Menschen erneut in den Sinn. Es wird eine Zeit kommen, da werden gigantische Werteveränderungen vor sich gehen. Bisher Wertvolles wird als wertlos geachtet und weggeworfen werden. Bisher Unbeachtetes wird eine enorme Wertsteigerung erfahren. Warum werden sich Wertvorstellungen plötzlich ändern? Es werden weltumwälzende Ereignisse stattfinden, die alles in einem neuen Licht erscheinen lassen. Kann man sich darauf vorbereiten, sich im Vorfeld darauf einstellen? Es wäre sicherlich von Vorteil, dem allgemeinen Trend voraus zu sein, damit wir dann nicht wie gelähmt vor dem Ausverkauf unserer bisherigen Werte stehen. Jesus gibt uns einen wertvollen Tipp. Als er gefragt wurde, was denn das wichtigste Gebot sei, gab er zur Antwort: Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand. Nachzulesen in Matthäus 22, Vers 37. Gegen Ende seines Lebens resümierte der einst so weise Salomo über die Aktivitäten seines Lebens und kam zu dem Schluss: Alles ist ein Haschen nach Wind. Alles ist sinnlos. Letztlich zählt nur eines, und das fasst er so zusammen: Nimm Gott ernst und befolge seine Gebote. Das ist alles, worauf es für den Menschen ankommt. Kurt Pieslinger.